Ja, herzlich willkommen zum Projekt der Donaustrategie. Ich möchte kurz eine Initiative vorstellen, die neu entwickelt wird, die sehr wichtig ist aus meiner Sicht und die eben auch für Steinbeis eine gewisse Bedeutung haben kann. Es geht eben um eine Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen, die in der Donauregion tätig sind oder in der Donauregion tätig sein wollen. Was es mit der Donaustrategie auf sich hat, erzähle ich gleich. Wir haben ein großes Problem bei dieser Donauraumstrategie. Es ist ein europäisches Programm. Regierungen sind beteiligt. Und es geht eben auch nicht nur um die Städte an der Donau und es geht auch nicht nur um den Fluss Donau, sondern es geht um die gesamte Donauregion. Und da gehört eben Baden-Württemberg als Ursprungsland des Flusses Donau ganz entscheidend dazu. Und Baden-Württemberg als Bundesland ist sehr stark engagiert in dieser Donauraumregion. Auch entlang der Donau sind viele Ministerien, Regionen sehr stark engagiert bei der Entwicklung und der Umsetzung der Strategie. Was fehlt, ist die Beteiligung der Unternehmen und speziell der kleinen und mittelständischen Unternehmen. So, diese Plattform ist also eine Initiative, nicht allein von mir, sondern aus verschiedensten Akteuren, von verschiedensten Akteuren aus dem Donauraum, um gemeinsam die Unternehmen und eben speziell diese kleinen und mittelständischen Unternehmen zu motivieren, mitzuwirken bei der Entwicklung der Strategie, zu sagen, wo die Missstände sind, aufzuzeigen, was die Unternehmen brauchen und eben darzustellen, wie geholfen werden soll. Diese Plattform soll die Kommunikation fördern zwischen den Unternehmen, damit sie eben gemeinsam ihre Interessen aufzeigen können und gemeinsam zeigen können, was getan werden soll, also welche Fördermittel für Unternehmen im Donauraum zur Verfügung gestellt werden sollen. Und ja, Sie werden sehen, es gibt eine ganze Reihe von Donauprojekten und die sollen natürlich schon so gestaltet sein, dass sie wirken und zwar einen Nutzen bringen für die kleinen und mittelständischen Unternehmen und nicht nur aus der Politik entstehen oder aus Ministerien, die meinen zu wissen, was die Unternehmen brauchen. So, kurz vorab, denn die Donauregion, der Donauraum, es geht nicht nur um die direkt anliegenden Gebiete an der Donau. Es geht auch nicht nur um die 10 Länder, die an der Donau liegen, sondern es geht um den gesamten Donauraum, der umfasst 14 Länder. Und Sie können sich vorstellen, dass diese Länder eine sehr unterschiedliche Entwicklungsstufe erreicht haben. Baden-Württemberg, Bayern, Österreich sind eigentlich wirtschaftlich sehr stark. Moldawien, Bulgarien befinden sich da auf einem ganz anderen Niveau. Wir sind aber alle Nachbarn in dieser Donauregion. Die Entfernung von West nach Ost ist nicht ganz so groß, 1500 Kilometer etwa. Wir sind also eng zusammen, 14 Länder mit unterschiedlichen Problemen, unterschiedlichen Entwicklungsstufen und auf die Unternehmen bezogen natürlich mit unterschiedlichen Problemen, die die Unternehmen zu lösen haben. Damit befasst sich die Donaustrategie und damit sind auch wir mit unserem Donauzentrum sehr stark engagiert. Ich habe hier ein paar Zahlen zusammengestellt, die zeigen sollen, wie diese Unterschiede wirken. In Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit ist Deutschland natürlich sehr stark. Diese Studie zeigt einen Vergleich von über 140 Ländern weltweit. Deutschland liegt also auf dem Platz 5. Und so andere Länder wie Ungarn, Rumänien, Ukraine liegen auf Platz 50, 60, 70, 80. Und man kann nicht wirklich sagen, dass diese Wirtschaften und die Unternehmen dort sehr wettbewerbsfähig seien. Sie sehen auch, durch einen Grund dafür, Innovationsfähigkeit ist noch in vielen Fällen schlechter bewertet als die Wettbewerbsfähigkeit an sich. Die Unternehmen sind eben wenig innovativ. So, und verschiedenste andere Kriterien kommen zutage und das wird eben hier in dieser Tabelle dargestellt. Da gibt es entsprechende Studien, Competitiveness Report, Doing Business der Weltbank, wo aufgezeigt wird, welche Probleme es gibt, wo die Unterschiede sind. Und mit solchen Themen befasst sich eben die Donauraumstrategie
Und unser Donauzentrum versucht eben auch daran mitzuwirken, diese Strategie so zu gestalten, dass sie den Unternehmen hilft. Ja, als Überblick, was denn so die gesamten Themen sind der Donauraumstrategie. Sie sehen, es geht oben links auch um Kultur, Tourismus und Umweltfragen, Energiefragen. Das sind Themen, die für uns aus unserer Sicht Deutschland, Bayern, Österreich sehr wichtig sind. Aber die Frage ist, ob jemand in Moldau oder in Ukraine sich sehr viel um Umweltschutz kümmern kann, wenn sie eben Alltagsprobleme haben, die nicht gelöst sind, ja, weil sie eben keine Arbeitsplätze haben, die gut bezahlt sind und vor allem auch keine sicheren Arbeitsplätze haben. Also diese Rahmenbedingungen sind Ihnen auch bekannt, ohne dass wir da ins Detail gehen müssen. Aber mit all diesen Themen, mit dieser gesamten Themenvielfalt befasst sich die Donaustrategie. Und wir haben hier einen Pfeiler, den Aufbau des Wohlstands, der eben ganz entscheidend geprägt werden muss durch die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Und damit Unternehmen wettbewerbsfähig sind, brauchen sie Zugang zu Technologien. Sie brauchen Forschungsergebnisse, das heißt, die Forschung muss funktionieren in diesen Regionen. Und eben auch People and Skills, die Leute müssen ausgebildet sein. Sie müssen auch mit diesen neuen Technologien arbeiten können. Sie müssen im Unternehmen qualifiziert tätig sein können. Und damit kann man dann den Wohlstand schaffen. So, jetzt haben wir diese europäische Donauraumstrategie, die seit ein paar Jahren in Kraft ist, an der sehr viele Akteure mitwirken, sehr viele Akteure auf unterschiedlicher Ebene. Aber es ist deutlich erkennbar, die Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen und die eben für diesen Wohlstand ganz entscheidend beitragen können, die sind nicht mit einbezogen. Sie werden zwar gebeten, mitzuwirken, sie werden aufgefordert, mitzuwirken, aber praktisch sind sie wenig beteiligt. Und das hat Gründe. Ja, und das müssen wir einfach mal hier sehen, was so Gründe sein können. Diese ganze Donauraumstrategie ist natürlich auch strukturiert. Wir haben auf EU-Ebene, nationaler Ebene gewisse Entscheidungsträger in der Politik. Es gibt für alle diese 11 Schwerpunktthemen, die ich vorher dargestellt hatte in dem Schema, gibt es Koordinatoren. Für jeden Koordinator gibt es einen Lenkungsausschuss und es gibt Arbeitsgruppen und die tagen und entwickeln Empfehlungen, welche Projekte umgesetzt werden sollen. Sie entwickeln Roadmaps, Leitfäden, was zu tun ist, auch welche Maßnahmen finanziert werden sollen. Aber nochmals darauf zurückzukommen, Unternehmen sind nicht beteiligt. Ja, die Unternehmen nehmen eben nicht teil an diesen Treffen der Working Groups und sind auch nicht dabei, wenn Steering Groups treffen. Sie dürften, sie wären eingeladen, sie wären gern gesehene Gäste, aber sie kommen einfach nicht. So, und jetzt muss man aber auch sehen, es gibt 11 Priority Areas, 11 Steering Groups und jede Steering Group hat 5, 6 Arbeitsgruppen, dann gibt es etwa 70 Arbeitsgruppen und die treffen sich jeweils 2-mal pro Jahr. Da kann man so als Unternehmer, vor allem als kleine und mittelständische Unternehmer, nicht überall dabei sein. Und vor allem nicht in all diesen 14 Ländern, wo das Ganze stattfindet. Ja. Und ein Unternehmer, speziell kleiner Unternehmer, arbeitet eben sehr zielgerichtet, praxisorientiert. In diesen Versammlungen, Meetings, die dort so stattfinden, geht es eben schon oft sehr politisch zu. Sehr viel Diskussionen, ohne dass da wirklich ein Ergebnis dabei rauskommt. Das sind so die Erfahrungen, die wir halt haben, so nach 3 oder 4 Jahren. Ich bin Mitglied in verschiedenen Ständegremien, nehme da regelmäßig teil und sehe es tatsächlich so, ein Unternehmer würde dabei manchmal dabei sitzen und sich wundern, was denn so besprochen wird. Ja? Aber alle die Leute, die da so einbezogen sind, wollen tatsächlich was Gutes tun für die Unternehmen. Und deshalb haben wir uns mit verschiedensten Akteuren aus diesem Donauraum zusammengetan und überlegt, wie wir den Unternehmen so ein gewisses Sprachrohr geben können, damit sie ohne viel Aufwand sich auch ihre Probleme aufzeigen können oder ihre Wünsche aufzeigen können. Und so haben wir eben gesagt, machen wir eine Internetplattform, die erlaubt den Unternehmen, ihre Projekte vorzustellen, ihre Probleme vorzustellen, ihre Profile vorzustellen. Das Ganze ist in Anlehnung an eine ähnliche Initiative. In diesem Donauraum gibt es eine Zusammenarbeit der Donaustädte und der Donauregionen. Es
ist eine Plattform für die Städte und Regionen im Aufbau. Und wir machen eben eine Plattform für Unternehmen und hier speziell kleine und mittelständische Unternehmen. Also, die Unternehmen sollen zunächst mal untereinander kommunizieren können, sie sollen ihre, sich vorstellen können. Sie sollen dann eben auch damit interessant werden für Unternehmen aus anderen Ländern. Ja, wir reden ja tatsächlich über 14 Länder. Und wenn wir hier als baden-württembergische Unternehmen uns präsentieren auf dieser Plattform, dann kann das schon zu interessanten Geschäftsbeziehungen führen in Rumänien, Bulgarien oder anderen Ländern. Und wenn wir sehen, welche Unternehmen in dortigen Ländern aktiv sind, ist das für unsere Firmen hier im Land auch sinnvoll. So, das ist eine Sache. Das heißt, sowas gibt es natürlich schon viel. Es gibt eine ganze Reihe von Datenbanken, Online-Foren, in denen sich die Unternehmen präsentieren können. Was wir hier machen wollen, ist eben auch so eine gewisse Kommunikation zwischen den Unternehmen, dass auch Kommentare abgegeben werden können, Wünsche geäußert werden können und das wirklich als nicht nur als Einweg-Plattform zu sehen ist, wo dann ein Unternehmen Informationen bereitstellt, sondern wo auch Informationen an das Unternehmen zurückgegeben werden können. Es sollen dann eben auch Projekte präsentiert werden, Projektideen, die dann von anderen kommentiert werden, die aufgegriffen werden, wo auch von anderen signalisiert werden kann, dass sie bereit oder interessiert sind, mitzuwirken an sowas. Es soll keine Einschränkung geben bezüglich der Branchen. Das Ganze wird offen für alle Branchen, weil eben in diesem Donauraum sehr viele Branchen erfolgreich tätig sein können und sich erfolgreiche Geschäfte entwickeln können. Und das Ganze funktioniert natürlich hauptsächlich dann, wenn es sehr viele Nutzer gibt. Deshalb ist eben die Nutzung freigeschaltet und viele gute Beispiele sollen als Best Practice dann auch andere motivieren, was Ähnliches zu machen. Wir haben eben Erfolgsbeispiele aus dem westlichen Donauraum, die sehr interessant sein können für den östlichen Donauraum. Unternehmer dort wissen oftmals nicht wirklich, was sie selber eigenständig auf dem Markt tun können. Ich arbeite fast jede Woche vor Ort im östlichen Donauraum, kenne die Probleme der Unternehmen. Und wenn dort wird oftmals signalisiert, dass sie eben gern sehen wollen, was denn andere erfolgreich machen. Warum sind baden-württembergische Firmen erfolgreich? Und wenn sie das sehen und Zugang zu solchen Informationen haben können, können die Unternehmen dort Partnerschaften entwickeln mit unseren Unternehmen hier oder eben überlegen, sich abschauen, wie andere arbeiten. Ja, Nutzer sind natürlich alle, hauptsächlich kleine mittelständische Unternehmen, aber sollen natürlich auch Dienstleister, Banken und so mit einbezogen werden können und diese Plattform nutzen. Leistungen anbieten, Kommentare abgeben und wir als Donauzentrum betreiben diese Sache. Die Unternehmen müssen sich registrieren, haben dann auch Zugang zu all diesen Informationen. Die Kommunikation wird möglich und ansonsten ist das Ganze ausbaufähig. Ja, da gibt es dann eben noch die Möglichkeit, Newsletters zu platzieren, Informationen bereitzustellen und das ist eben das Wichtige. Fördermittel sind wichtig. Auch hier wird nochmal ganz gezielt dargestellt, welche Fördermittel nötig sind. Das Ganze kann dann aber auch kommentiert werden. Ja, trotzdem soll diese Kommentarfunktion ganz wichtig. Sind diese Fördermittel und die Förderprogramme wirklich sinnvoll, die sich andere ausgedacht haben? Ist der Zugang zu diesen Förderprogrammen für KMUs tatsächlich möglich oder gibt es die Programme mehr oder weniger nur auf dem Papier, ohne dass ein Unternehmen davon profitieren kann? Also alle diese Sachen sind auf dieser Plattform dann zu finden. Das ist vernetzt und ja, eben ein Hilfsmittel. Ja, nicht die Lösung für alles, für alle diese Probleme, die wir haben, sondern ein einfaches Hilfsmittel, das demnächst in Betrieb kommt. Hier haben Sie noch ein paar Informationsquellen über unser Donauzentrum und über die Donaustrategie an sich. Und ja, das bin ich. Dieses Donauzentrum haben wir vor ein paar Jahren gegründet, speziell um die Umsetzung der Donaustrategie zu betreiben. Ansonsten habe ich noch ein zweites Zentrum, das Steinbeiß-Zentrum Ost-West-Kooperation, mit dem bin ich jetzt seit 20 Jahren in Osteuropa und auch im Donauraum aktiv. Da machen wir andere Arten von Projekten. Okay, Dankeschön.